Ja, hallo und willkommen bei Ewag Tom. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und heute möchte ich euch mal wieder eine Sattelstütze vorstellen. Und zwar die von der Firma Impact. Soft Post Federsattelstütze für Fahrräder. Und ja, was diese Sattelstütze so besonders macht, erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, einige meiner Zuschauer haben ja beim letzten Mal mein Video gesehen zu der Federsattelstütze mit Luftdämpfung und hatten mich gefragt, ob es da auch zu Alternativen gibt. Weil der Preis ist auch hier entscheidend und da hat mich die Firma Impact angeschrieben und hat gesagt, ja, wir haben hier eine Alternative und wir würden uns freuen, wenn du das Ganze mal testest und deinen Zuschauern dann vorstellst. Und die packen wir jetzt mal aus. So, und so schaut das Ganze dann ausgepackt aus. Hier haben wir einmal die Federsattelstütze, dann eine Bedienungsanleitung, dann gibt es hier zwei verschiedene Hülsen für die unterschiedlichen Rahmengrößen. Das heißt, ihr müsst also nicht mehr hier großartig ausmessen bei eurem Fahrrad, welche Rahmendurchmesser ihr habt, sondern ihr habt direkt die passenden Hülsen dazu. Die Federsattelstütze selber hat einen Durchmesser von 27,2 mm. Dann haben wir noch mal ein Distanzstück von 30,9 zu 27,2 und wir haben ein Distanzstück hier von 31,6 auf 27,2. Wie gesagt, beigelegt sind hier insgesamt also drei Federn, beziehungsweise eine ist ja schon verbaut. Und zwar verbaut ist jetzt die Medium-Feder, die geht nämlich von 80 bis 100 Kilo. Dann gibt es nämlich diese schwarze Feder, die ist nämlich von 100 bis 120 Kilo. Und diese Feder, die ist ab 65 dann bis 80 Kilo oder 85 Kilo. Genau. Aber das sind die Werte, die ich mir vorab schon mal angeschaut habe. Ja, und festgestellt habe ich natürlich jetzt auch, dass jetzt hier die sogenannte mittlere Feder drin verbaut ist. Des Weiteren haben wir hier natürlich sehr schön auch eine Skala, wo wir dann dementsprechend die Höhe unseres Sattels dann auch mit einstellen können. Dann können wir nämlich auch immer sehen, ob der Sattel sich nach unten hin verschoben hat und ob er dann fest genug drin sitzt. Das kann man hier mittels der Skala dann auch sehr schön erkennen, falls ihr das Gefühl habt, oh, der Sattel ist, glaube ich, tiefer geworden und ihr habt das vorher auf 5 eingestellt und dann ist er jetzt auf einmal bei 7, dann wisst ihr, ja, die Sattelstütze und der Sattel ist weiter nach unten gerutscht. So, dann hat es hier auch natürlich die normalen klassischen Anschlüsse. Und ich werde jetzt hingehen und werde jetzt mal die Sattelstütze an meinem Highbike verbauen. Und dann werden wir mal ordentlich die Federsattelstütze testen. So, verbaut sieht das jetzt so aus. Ich habe sie jetzt an meinem Sattel befestigt. Und ja, bin jetzt mal gespannt auf die erste Probefahrt. Ja, eine Sache sei noch vorab zu erwähnen, und zwar ein Vergleich wird es von mir nicht geben, weil ich ungern eine reine Federsattelstütze mit einem Parallelogramm vergleichen möchte. Wenn, sollen es auch technisch die gleichen Dinge sein, die man vergleicht, aber ich werde jetzt nicht hingehen und die Suntour mit dieser Impact Federsattelstütze vergleichen. Dann müssten es schon baugleiche Dinge sein, die man vergleichen kann, um dann daraus Fazitschlüsse zu ziehen. Aber ich werde nicht diesen Fehler begehen und da zwei unterschiedliche Dinge miteinander vergleichen. Das wäre wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, wichtig zu erwähnen an dieser Stelle ist auch noch, dass diese Schraube hier vorne, die ist für den Winkel des Sattels da. Das heißt also, je nachdem, ob der Sattel zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten steht, dann müsst ihr das an dieser Schraube dementsprechend einstellen. Jetzt fahre ich mir mal den übelsten Feldweg, um mal zu testen, ob hier auch ordentlich gefedert wird. Ah, unglaublich, ne? Da hat man doch tatsächlich die ganzen Schlaglöcher, die hier waren, hat man jetzt weggemacht. Zum größten Teil, aber nicht alle. Weil ich will es ja ordentlich testen, muss hier nur tierisch aufpassen, weil hier sind teilweise Steine verbaut.
Ja, kommen wir mal zum Fazit hier zur Federsattelstütze von Impact. Also ich finde, das ist eine grundsolide Federsattelstütze. Besonders gut hat mir hier gefallen, dass es noch weitere verschiedene Federn beigefügt worden sind. Je nachdem, welches Gewicht man hat, kann man die dementsprechende Feder nutzen und einbauen und umbauen und das Ganze dann auf sein Gewicht auch optimal einstellen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, mal die Adapterhülsen, die für die Rahmendurchmesser, wo das Ausmessen des Rahmeninnendurchmessers dann überflüssig wirkt, sondern man hat hier automatisch diese Adapterhülsen sind beigelegt worden, so dass man problemlos das Produkt kaufen kann, ohne sich Gedanken zu machen, passt das oder passt das nicht, weil dafür hat man ja die Adapterhülsen. Und der dritte Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist natürlich auch hier der Preis, weil diese Federsattelstütze aktuell steht sie im Angebot. Normalerweise kostet sie laut Hersteller 79,95. Aktuell habe ich sie gesehen für 59,95. Und das ist ein sehr fairer Preis für ein richtig gutes Produkt in dieser Preiskategorie. Daher zwei Daumen von E-Bike Tom. Mit der anderen Hand halte ich gerade die Kamera. Deswegen kann ich da nicht den Daumen nochmal hoch machen. Aber das ist ja kein Problem. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn euch das Review gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euer Tom. Bis dann. Ciao.